von Lisa Vitozzi. Rebecca Passler, 22 Jahre jung. Eine, die bei den Junioren-Weltmeisterschaften der letzten Jahre ganz schön abgeräumt hat. 5 Medaillen bei den Weltmeisterschaften 21 und 22. Mittlerweile schon gesettelt im Weltcup-Team Italiens. Aus Staffeln schon kaum wegzudenken. Eine, die familiär sportlich geprägt ist. Ihr Onkel Johann, Olympiadritter, 88, über 20 Kilometer. Und hier die eben angesprochene Julia Simon. Die ist 5 Jahre älter. Zuletzt auf Schalke unglaublich sicher dahergekommen, zusammen mit Fabian Claude, gewann dort das Rennen eindrucksvoll, sowohl den Massenstart als auch die Verfolgung. Sie will natürlich angreifen, bislang erst einmal, muss man sagen, auf dem Treppchen, zuletzt in Lenzerheide, aber mit stark aufsteigender Form. Auch wenn das nicht das schöne, idyllische Winterbild ist, wenn wir die Drohnenbilder sehen, die Strecken selbst sind in wirklich gutem Zustand. Ich glaube, Erik, auch nachdem die Männer drüber sind, du kennst dich hier aus, seit vielen Jahren, da oben stehen die Raupen, mit denen das alles nochmal aufgefahren und glatt gemacht wird und sauber gemacht wird zwischendurch. Also für die Grundvoraussetzungen sind das wirklich gute Bedingungen. Die Abfahrten sind auch nicht zu wellig, man kann auch sicher auf dem Ski stehen. Die Abfahrten sind gut zu fahren. Wir haben bei den Männern vorhin zumindest auf der Kamera nur einen Sturz gesehen von den Finnen. Und ich glaube, bei den Frauen ist auch nicht so eine schwere oder so eine schwierige Kurve mit dabei. Wir sehen Juni Arnekleiv, eine der jungen, erfolgshungrigen Norwegerinnen, die sich schon sehr stark präsentiert hat in diesem Winter in Östersund, gleich Dritte im Sprint wurde, noch nicht lange im Weltcup mitmachen durfte. Hier bei den Weltmeisterschaften im letzten Jahr tatsächlich auch schon mit einem 12. Platz ziemlich überraschend daherkommt. Erhalten über all diese Jahre. Das ist der Blick auf den Birkstieg. Kann man das eigentlich endgültig auflösen, ob es Birkstieg oder Birksteig heißt? Denn ich habe Schilder gesehen dort, da steht Birksteig drauf. Die Einheimischen sagen Birkstieg oder wonach geht es? Das ist ja, glaube ich, die Diskussion, die jedes Jahr aufkommt. Ich sage Birkstieg, andere sagen Birksteig. Dann gab es, glaube ich, auch schon mal einen Pressebericht darüber, dass das Ding Birksteig heißt. Ja, soll jeder machen, wie er möchte. So wie er es macht, ist es richtig. Und wir sind bei Elvira Öberg, momentan Weltcup-Dritte in der Gesamtwertung. Und sie ist wirklich richtig stark hineingestartet in dieses Jahr. Ausgerechnet zu Hause in Östersund nicht, aber dann hat sie sich ordentlich gesteigert in Hochfilzen, Zweite und Erste in Sprint und Verfolgung. Und dann nochmal Massenstart, Zweite zuletzt in Lenzerheide beim letzten Weltcup vor Weihnachten. Ja, Weihnachten haben sie getrennt verbracht, sie und ihre ältere Schwester, die wir gleich sehen. Jean-Marc Chablot, Schweizer Trainer, der schon seit vielen Jahren in Östersund lebt und schon unverzichtbar geworden ist für die Erfolge im schwedischen Team, genauso wie Johannes Lukas, der Cheftrainer. Ja, Julia Simon, eine, die mittlerweile 7 Weltcupsiege gesammelt hat, in diesem Jahr, wie gesagt, noch keinen dazugekommen, im letzten Jahr sehr eindrucksvoll die Weltcup-Gesamtwertung gewonnen hat. Ja, als wir ein bisschen Ausschau gehalten haben im letzten Sommer nach ihren Leistungen in der sogenannten Sommertour, da war sie noch ganz schön zittrig, wusste nicht, wie das weitergehen soll mit diesem Trouble in der Mannschaft mit Justine Brazas-Boucher, war noch sehr verunsichert mit schlechten Leistungen. Mittlerweile laufen beide, als wenn es nichts gäbe. Und das jetzt Hannah Öberg, die tatsächlich Weihnachten im Keller mit den Hunden verbringen musste, hat sie erzählt. Ihr Lebensgefährte Martin Ponzel-Omer musste ihr das Essen auf die Treppe stellen. Sie war schwer erkältet und hat erst am 31.12. wieder mit dem Training begonnen. Und der Experte weiß, das ist eine ganze Menge, die da verloren gegangen ist. Das ist eine ganze Menge. Kommt auch mal drauf an, auch aus, von welcher Höhe man fällt. Aber das kann, dann kann schon wehtun vom 31. bis jetzt heute auf meine Uhr, sagt der 5. Januar. Ist nicht viel Zeit, um in Schwung zu kommen. Aber ich glaube, in Schwung ist Janina Hettich-Walz. Geht ja auch dynamisch aus dem Starttor raus. Das Starttor ist heute nicht ganz so einfach. Philipp Horn hat mir vorhin ein Video nachgeliefert. Grüße gehen raus. Der hat sich beim Start den Stock abgebrochen. Nicht, weil er irgendwo hängen geblieben ist, sondern weil die Schneeauflage so weich war, dass er bis runter auf den Teer kam und dann über die Hebelwirkung sich den Stock kaputt gebrochen hat. Ja, schön ist es am Thüringer Rennsteig. Ja, Überbleibsel vom Borkenkäfer sehen wir auf der rechten Seite der Strecke. Ja, vor ein paar Tagen war hier noch alles weiß. Gab eine Menge Schnee, irgendwann sogar ein halber Meter Anfang dieses Winters. Fast überall. Dann kam der Sturm, dann kam der Regen, dann kam der Wind.
und die warme Luft und alles war wieder geblasen. Insofern wirklich herausragend, dass überhaupt die Wettbewerbe in dieser Form hier möglich sind. Also, und auch wenn es das 100. Mal ist, vielen Dank an die freiwilligen Helfer. Caroline Offistad Knotten aus Norwegen, wohnhaft in Lillehammer. Eine, die vor diesem Winter zweimal Dritte war und in diesem neuen Winter einmal auf Rang 2 gelandet ist im Sprint von Östersund. Ihr bestes Karriereresultat, Sigi Masee, der immer aushilft bei den norwegischen Frauen. Cheftrainer dort natürlich Patrick Oberegger. Die Norweger leben jetzt schon eine ganze Weile mit diesem Multikulti-Trainerteam, was sie zu unglaublichen Erfolgen geführt hat. Wir freuen uns auf die Finnen mit der Startnummer 12. Das Team der französischen Frauen hat Cyril Burdet das Sagen. Da gab es einen Wechsel im letzten Jahr, vor der letzten Saison. Am Schießstand der unvermeidliche Jean-Paul Jacquinot, der immer noch wieder ein Jahr dranhängt und noch eins. Aber er ist sowas wie eine Kultfigur auch für die französischen Frauen. So, du hast es vorhin angesprochen, Franziska Preuß. Eine für dich, die heute ganz oben mitmischen kann. Wenn die Form stimmt, wenn sie ihre kleinen Krankheiten, die sie immer mal wieder mit sich rumträgt, überwunden hat und den Kopf hat. Weltcup 5. im Moment. Eigentlich alles auf Wolke 7. Erster Saisonstart unter Trainer Christian Mehringer in diesem Winter. Nur 0,1 Sekunden war das, glaube ich, nur hinter Lisa Vitozzi als Zweite im Auftaktwettbewerb in Östersund. Ein Wahnsinn. Hier die Skier, die bereit gemacht oder die schon bereit stehen, die getestet wurden auf Flur. Da gab es ja gestern im EBU Cup einen Fall, dass leider zwei deutsche Athleten mit einem positiv getesteten Ski am Start nicht gehindert wurden, aber die durften noch mal nachliefern, sind zu spät zum Start gekommen. David Zobel und Simon Kaiser hat es da erwischt. Alle, die jetzt hier am Start stehen, haben wohl erstmal keine Startschwierigkeiten, aber es ist schade, dass es gestern zwei deutsche Athleten erwischt hat. Die Erklärung dafür hat, glaube ich, aktuell noch keiner. Also nochmal für all diejenigen, die vielleicht noch nicht so im Film sind. Seit dieser Saison sind ja Flurwachse verboten. Die Ski werden eine halbe Stunde vor Rennbeginn getestet, müssen abgegeben werden. Wenn es Spuren von Flur geben sollte, dann darf der Athlet ein zweites Paar Ski heranholen. Wenn das dann okay ist, dann darf er starten. Das darf er aber im gesamten Winter nur ein einziges Mal machen, einen zweiten Ski. Und wenn der Ski in Ordnung ist, dann gibt es grünes Licht. Jetzt auch für Vanessa Vogt. Schon die Dritte, die jetzt aus deutschen Landen auf die Strecke geht, nach Janina Hettich-Weiß und Franziska Preuß. Die deutschen Damen im Weltcup alle sehr gut platziert, dürfen sich die Startgruppe aussuchen. Wenn sie zu den Top 15 in der Gesamtwertung gehören, haben sich heute alle oder viele Startgruppe 1 ausgesucht. Jetzt kriegen wir mal den ersten Hinweis, wie schnell ist die Strecke und wie gut wird geschossen. Julia Simon. Sagen eindeutig ein Schießen zum Reinkommen. Extrem langsamer Rhythmus für die Verhältnisse von Julia Simon, die natürlich stehend sehr viel schneller schießen kann. Aber hier schon mal gebeutelt ist mit ihren zwei Strafrunden und damit schon fast raus ist aus der Vergabe der ersten Plätze am heutigen Tag. Lynn Persson, ganz interessante Schwedin, die mit einer Schulterverletzung reingestartet ist in dieses Jahr. Linke Schulter komplett lediert, ist damit einem besonderen Gestell angetreten im Liegenschießen. Hier sehen wir ja den Oberarm-Unterstützungsriemen, den sich die meisten Athletinnen einhängen. Rechtshänderinnen am linken Oberarm. Lynn Persson hat da eine besondere Konstruktion gehabt. Dazu später mehr. Samuela Comola aus Italien mit einer fehlerfreien Einlage. Da auch schon mit zwei Fehlern, genauso wie Julia Simon. Also jetzt erst die ersten durch an der Zeitnahme und das ist mit Startnummer 3 Comola vor Julia Simon, die 30 Sekunden vor ihr gestartet war, aber in der Runde war. Und oben jetzt ihre Mannschaftskameradin, die Frau in Gelb, Justine Breisas-Boucher, die da den Dreifachen hingelegt hat, in Lenze Heide, alle drei dortigen Wettbewerbe gewonnen hat.
ganz ruhige, bodenständige, sympathische Frau haben wir eben, wenn Sie schon dabei waren, in diesem kleinen Filmchen auch sehen können. Auch Elvira überkriegt mit einem Fehler an. Hier einen Fehlzünder gehabt. Entweder war das Schloss nicht ganz zu oder der Schuss nicht ganz. Ja, manchmal hat man so einen Hänger. Ja, zwei Herzen in ihrer Brust heute, ist momentan in ihrer Lieblingsdisziplin unterwegs, dem Sprintrennen, Elvira Oeberg. Aber sie hadert mit den Strecken von Oberhof. Alle anderen liegen ihr so ziemlich gut, hat sie gesagt, aber mit dem Bergsteig kann sie sich einfach nicht anfreunden. Mit der 22 nächste starke Französin, Lou Jean Monod, die im letzten Jahr vielleicht der Shootingstar war in der internationalen Szene. Momentan auf Rang 10 im Weltcup. Auch der Tatsache geschuldet, dass sie Sprint und Verfolgung in Lenzerheide krankheitsbedingt auslassen musste. Sonst wäre sie sicherlich noch ein Stückchen weiter vorn zu finden. Und diese Frau hat vor nicht einmal einem Jahr Denise Hermann-Wick das Leben sehr, sehr schwer gemacht. Das waren am Ende nur 2 Sekunden, die beide getrennt haben. Denise Hermann-Wick gewann Gold und Hanna Oeberg war die Silberne im WM-Sprint von Oberhof. Ich habe vorhin beide ja analysiert, nach dem letzten Rennen auch vor diesem, dass das Schießen eigentlich heute nicht so kompliziert sein dürfte. Der Wind hält sich relativ zurück. Worauf führst du die vielen Fehler zurück am Anfang? Ja, der Wind scheint erstmal ganz beherrschbar zu sein. Vielleicht hat man vom Anschießen einen leichten Wechsel gehabt. Jetzt kommt mal gerade so eine Böe rein. Jetzt sehen wir hier Janina Hettich-Walz. Die hat den Wind nach rechts. Die Windfahnen flattern ja fast waagerecht. Das heißt aber in Oberhof nicht so viel. Kommt damit aber hervorragend klar. Tolle Serie, Janina Hettich-Walz. Wie bei den Männern Justo Strelo, auf die beiden ist fast immer Verlass. Garanten für Null-Fehler-Serien. Christian Mehringer schaut durch, gibt das Ganze raus auf die Strecke zu Sverre Euseland. Der darf dann natürlich Hinweise geben, aber beim Sprint wird ja nur einmal liegend geschossen, dann stehend. Da ist es nicht ganz so relevant, wenn es kleine Abweichungen im Trefferbild geben sollte. Es könnte halt jetzt relevant sein. Jetzt muss hier Caroline Offixert-Knotten sich die Windfahnen anschauen. Gibt es da einen Unterschied zu dem Anschießen? Denn jetzt momentan hat man auch eine kurze Phase gehabt, wo die Windfahnen komplett runterhingen. Wir haben oben die Nebelschwarten, die jetzt wieder so ein bisschen ins Stadion reinziehen. Von uns gesehen nach links nach rechts. Von Stand 30 kommend. Gerade eben sind sie eher weggezogen von rechts nach links. Das könnte vielleicht eine Großwetterlage. Könnte das ein Thema sein. Sie hat jetzt hier leichte Rechtslage. Nicht noch deutliche Rechtslage. Nicht verwunderlich, Wind kommt von links rein. Das war auch beim Anschießen schon so. Das hier ist Patrick Oberegger, der Südtiroler, der früher übrigens auch Dorothea Wierer und Lisa Vitozzi an die Weltspitze geführt hat. Mittlerweile bei den norwegischen Frauen ein sehr gutes Händchen hat, Spitzenathletinnen zu formen. Nicht nur physisch, auch mental. Einer, der wirklich sich sehr individuell mit allen beschäftigt. Auch mit Thierry Eckhoff sehr ausgiebig im Kontakt war in ihrer schwierigen Phase, als sie überlegt hat, nochmal wiederzukommen in den Sport oder alles hinzuwerfen. So, jetzt volle Aufmerksamkeit auf Franziska Preuß und ihr erstes Schießen. Super erste Serie und wie immer schießt sie liegend von rechts nach links, stehend. Hat sie ihren Rhythmus ein bisschen verändert, da schießt sie von links nach rechts, das ist schon im vergangenen Jahr so gewesen. Und das wird ihr weiter Auftrieb geben, klasse erste Serie und Sie sehen es, läuft hier gegen die Bestzeit von Knotten und unterbietet diese 1,9 Sekunden Vorsprung für Franziska Preuß. Ganz starker Einstieg in dieses Jahr, in diesen ersten Sprint. Da haben wir die Lady in Red, das ist Ingrid Landmark-Tandrevold. Rotes Trikot bedeutet, sie ist die Führende in dieser Sprintdisziplin. Startnummer 30 geht sie auf die Strecke und sie ist natürlich eine der großen Favoritinnen des Tages. Zweite momentan im Gesamtweltcup hinter Justine Brazas-Boucher.
Sophia Schneider grüßen wir recht herzlich zurück im Weltcup, genauso wie später dann Hanna Kebinger. Die beiden mussten ein bisschen aussetzen zwischendurch, haben sich beide mit Krankheiten rumgeplagt. Aber jetzt schauen wir, ob Vanessa Vogt ein ähnlich gutes, ein ähnlich schnelles Schießen hinbekommt wie Franzi Preuß. Vor einem Jahr war alles viel, viel schwieriger, hat sie gesagt, bei den Weltmeisterschaften. So einen Druck habe ich selten mal verspürt. Jetzt hat sie alles aufgearbeitet mit zwei, drei Personen ihres Vertrauens und will von Anfang an attackieren. Klasse Serie, ein bisschen aus Sicherheit mit teilweise knapp 4 Sekunden zwischen den Schüssen, aber was soll's, am Ende 0 Fehler. Und auch sie ist richtig gut reingekommen in diesen Wettbewerb. Hat bei den Weltmeisterschaften zwischendurch sogar, Zitat, Schiss gehabt, nochmal durchs Stadion zu gehen, um bloß keinen Zuschauern zu begegnen. Denn wie du vorhin gesagt hast, jeder möchte was von dir. Autogramm, Foto und da. Kleine Geste, dass man nicht aus Versehen den Schnitt ins Auge bekommt. Aber es war eine Geste zwischen Breisach und Simon, was ganz Besonderes. Aber ich glaube, das gehört einfach zum sportlichen Alltag, da aufpassen, dass man nicht die Stockspitze ins Auge bekommt. Nee, sie hat schon ihrer Mannschaftskameradin Schwung mitgegeben in diesem kleinen Abschnitt, damit beide davon profitieren können. Jetzt richtet sich Lynn Persson ein mit ihrem speziellen Liegendanschlag, weil sie so einen speziellen Brustkorb sich da gebastelt hat und den Unterstützungsriemen dann nicht einhakt am Arm wie andere. Dadurch liegt sie übrigens sehr viel schräger, sagt auch ihr Trainer, der ursprünglich gedacht hat, das kann nicht gehen mit dem Gestell, aber Lynn Persson zeigt, es geht. Man muss nur erfinderisch sein. Wenn die Schulter zu sehr schmerzt, wenn sie dort halt keinen Unterstützungsriemen einhängen kann, dann muss es auch mal anders gehen. Julia Simon mit schwachem Beginn im Liegenschießen. Hier alles abgeräumt. Auch das Team 3 Sass Boucher kommt hier nicht ungerupft davon. Hat aber bis dahin die schnellste erste Runde, leider jetzt der zweite Fehler dazu, wie ihre Mannschaftskollegin Julia Simon. Da brauchst du hinten raus auch die Null, so wie Samuela Kumuloa. Heute schlägt die Stunde der guten Schützinnen, auch in einem Sprint. Und normalerweise sagt man auf den langen Strecken, wo 4-mal geschossen wird, ist das eher der Fall. Aber heute muss man schon sagen, viele Fehler bei den Favoritinnen. Es führt nach dem ersten Schießen nach wie vor Franziska Preuß vor Caroline Offistad-Knoppen und Janina Hettich-Walz und auch Vanessa Vogt nicht weit weg auf Platz 5, nur 13 Sekunden zurück. Und hier ja Samuela Kumuloa knapp vor Julia Simon, die Italienerin fehlerfrei, die Französin mit 2 Runden belastet. Aber sehr interessante Konstellation, dass so viele der Mitfavoritinnen schon beim ersten Schießen geschwächelt haben. Beide Öberg-Schwestern, Julia Simon, Justine Breisach-Boucher. Schauen wir mal, wie es der nächsten Französin geht, Lou Jean Monod. Der nächste Fehler von Elvira Oeberg. Lou Jean Monod schießt hervorragend. Auch sie hat sich Zeit gelassen. Wie ein Westgewitter hineingestartet in dieses Jahr mit Sprint und Verfolgungserfolg in bitterkalten Östersund. Dann, wie gesagt, wurde sie ein bisschen krank, musste 2 Rennen in der Schweiz auslassen. Lou Jean Monod heute wieder topfit. Fragezeichen. Im Moment 5. 12,7 Sekunden der Rückstand nach dem ersten Schießen. Fast gleich auch mit Vanessa Vogt. So, jetzt kommt eine der besten Liegenschützinnen des gesamten Weltcups. Bin gespannt, wie sie durchkommt, Lisa Vitozzi. Also, Erik muss sagen, ganz dickes Kompliment für die 3 Deutschen. Franziska Preuß, Janina Hettich-Walz und Vanessa Vogt. Alle mit 0 Fehlern beim ersten Schießen durchgekommen. Mit Favoritinnen allesamt mit kleinen oder größeren Schwächen. War zu Hause über Weihnachten im heimischen Forni Avoltri in der Nähe von Cortina d'Ampezzo gelegen. Einmal über den Pass und dann ist sie zu Hause. Und jetzt Janina Hettich-Walz, noch eine 0 und sie spielt ganz vorn mit heute.
Ja, wunderbarer Auftritt von Janina Hettich-Walz. Ganz großartig. Wollte vor Weihnachten noch die WM-Norm abhaken, gesagt, getan in Lenzerheide. 12. im Sprint, 8. in der Verfolgung. Damit war ein bisschen Lockerheit mit in die Weihnachtstage hineingekommen. Und die hat sie ja auch mit rausgenommen auf Schalke. Ganz okay. Und hier heute ganz stark. Also richtig gut gemacht. Ich gucke hier parallel noch nach den Laufzeiten. Der Nina hätte in der ersten Runde viel Zeit verloren, 28 Sekunden, genauso viel wie Vanessa Vogt auch. Aber der letzten, in der zweiten Runde, auf Elvira Öberg nur 4 Sekunden verloren. Das hat sie ganz gut gemacht. Das lässt hoffen auf die letzte Runde, während hier auch Hanna Öberg den 4. Fehler schießt, den 5. Fehler vermeidet. Da läuft heute nichts. Da hat wahrscheinlich die Zeit im Keller mit den Hunden doch nichts an der Form geschraubt. Ja, es war zu kurz wahrscheinlich ihr Einstieg. Und jetzt erster Fehler auch für Caroline Offistad-Knoppen, die ja immer noch auf Rang 2 liegt nach dem ersten Schießen. Knapp hinter Franziska Preuß, die eine Minute nach der Norwegerin gestartet ist, also gleich am Schießstand auftauchen muss. Lisa-Therese Hauser, die Oberhof eigentlich nicht so gern hat, weil sie hier schon dreimal schwer gestürzt ist, zweimal mit Gewehrbruch verbunden. Und dennoch hat sie ihre ersten beiden Podestplätze hier in Oberhof geschafft und sogar in einem Sprint. Sie hat damals gesagt, man mag es kaum glauben, es ist wie ein Märchen. Und jetzt Franzi Preuß. Franzi konnte ihren Vorsprung ausbauen auf der Runde auf Caroline Offistad-Knoppen. In 15 Sekunden, guter Anfang. Nicht schnell, aber okay. Guter Schießrhythmus. Sehr guter Schießrhythmus, würde ich sagen. Ich weiß, du bist etwas kritischer als Schießtrainer, aber das war klasse vor dem 4. 1,8 Sekunden. Dann ein bisschen verhalten vor dem 5. Aber das war eine super Serie und ein grandioser Einstieg ins neue Biathlonjahr für Franziska Preuß, die jetzt hier deutlich, deutlich die Führung übernimmt nach dem zweiten Schießen. 19,5 Sekunden vor Janina Hettich-Walz. Den haben noch einige geungt. So, jetzt müssen die Frauen aber nachlegen, ob das wohl möglich ist nach den Rängen 1 und 5. Benny Doll und Johannes Kühn im Moment 1 und 2 nach dem zweiten Schießen. Aber einige sind nur unterwegs, sprich Ingrid Dankmar-Tandrevold hier sehr schnell unterwegs. Erstes tolles Schießen und Sophia Schneider geht auf die Strecke. Hat ein bisschen mehr Vorlauf gehabt als Hanna Öberg, hat am 21.12. wieder mit dem Training begonnen. Nach sehr vielen kleinen, kränkelnden Einheiten, die sie so mit sich rumgeschleppt hat in dieser Saison. So, neue Spitzenreiterin nach dem ersten Schießen. Ingrid Landmark-Tandrevold nochmal 3,2 Sekunden vor Franziska Preuß. Franziska ist 12 Sekunden langsamer gelaufen auf der ersten Runde als die Landmark-Tandrevold, ist aber am Ende auch nur 3 Sekunden dahinter, weil sie eine schnellere Liegenschießzeit hat. Das kann natürlich bei solchen Bedingungen auch mal, bei so einem Sprint auch mal das Ergebnis verbessern oder verschlechtern. Mona Brosson. Ja, gerade wollte ich sie loben, so wie sie ihr Trainer gestern auch gelobt hat. Sie hat gesagt, der Jean-Marc Chablot, Mona mit ihren 33 Jahren zieht noch dran wie eine Juniorin, will jeden Tag Maximales bieten im Training. Aber wir schauen erstmal auf die dritte Deutsche, die beim ersten Anschlag mit 0 durchgekommen war, Vanessa Vogt. Halbe Minute Rückstand auf Franzi Preuß. Hat auf Franzi 18 Sekunden verloren auf der zweiten Runde. Setzt hier nochmal ab. Steht auf Schießbahn 28, nicht ganz auf der 30, die war besetzt. Ja, dann ein sehr guter Rhythmus mit auch 3 bis 4 Sekunden zwischen den Schüssen 4 und 5. Julia Simon im Ziel wird heute sicherlich keine Rolle spielen. Dafür hier nächste gute Vorstellung am Schießstand. Vanessa Vogt, ich bin begeistert. 3 deutsche Damen, jeweils mit 2 Null-Fehler-Schießeinlagen. Und sie sind auf den ersten Plätzen zu finden. Franzi Preuß auf 1, Janina Hettich-Walz auf 2 und Vanessa Vogt auf 6 momentan. Ich denke, mit ihrer Laufform heute, was sie bis jetzt gezeigt hat in den ersten beiden Runden, braucht sie auch die Null, um ein gutes Ergebnis noch einzufahren. Das ist mal das, wenn es nicht richtig läuft, bist du am Schießstand Zugzwang. Da wird das nicht ganz so einfach, läuft nicht locker von der Hand. Samuela Kumula ist es heute auch locker von der Hand, glaube ich, am Schießstand. Läuferisch gegenüber Schüler sehen wir auch nicht ganz so. Kumula macht wirklich ein gutes Rennen. 24-jährige Italienerin aus dem Ostertal, die hier in Oberhof Weltmeisterin geworden ist mit der italienischen Staffel.
Und da haben wir noch ganz kurz im Weglaufen Lynn Persson gesehen. Ich meine mal, einen Fehler hat sie hier geschossen und muss jetzt nach dem Stehenanschlag einmal in die Runde. Hat aber auch schon einen gehörigen Rückstand. Also da kristallisiert sich immer mehr heraus, wie stark Franziska Preuß heute unterwegs ist. Unglaublich. Jetzt Justine Braisas-Boucher. Rückstand nur, muss man sagen, 24 Sekunden trotz ihrer beiden Fehler im ersten Anschlag. Hat auch nur 10 Sekunden gut gemacht gegenüber Franziska Preuß. Ja, das war eine super Serie, wie sie einer Frau in Gelb würdig war. Die erste, der Liegenanschlag ging so ein bisschen in die Büchs. Marte Krogstad-Johansen mit 0 Fehlern. Liegt auch gut im Rennen, aber doch deutlich 20, 25 Sekunden hinter der Spitze. Nächster Zielanlauf einer Mitfavoritin, Elvira Oeberg, mit 2 Fehlern. Knapp am Ende hinter Julia Simon, die beide mit 2 Fehlern belastet. Elvira Oeberg nochmals 22 Sekunden schneller in der Spur als die Französin. Muss dementsprechend während des Schießens deutlich, deutlich verloren haben. Julia Simon, wie wir gesehen haben, vor allem im Stehenschießen, eine absolute Schnellschütze. Aber jetzt, Lujan Monod. Ja, Abteilung Attacke weiterhin. Die Französin in glänzender Form zurückgekommen nach ihrer kleinen Krankheitspause. Hat natürlich wie viele andere die Weihnachtsfeiertage auch noch mal benutzt, nicht nur um sich feine Sachen in den Bauch zu schlagen, sondern noch mal neue Trainingsblöcke zu machen, ein bisschen aufzubauen. Und wir sehen die erste Deutsche heute im Ziel, Janina Hertig-Walz. Und das wird eine herausragende Platzierung, vielleicht sogar die beste dieses Winters. Denn ich habe es vorhin gesagt, einmal Achte in der Verfolgung von Lenze Heide bislang, ihr Top-Resultat. Jetzt geht sie erstmal in Führung. War zu erwarten nach den Zwischenzeiten mit ihren 0 Fehlern, knapp 17 Sekunden vor Julia Simon. In der Spur, logisch, langsamer als die Französin, ungefähr 27 Sekunden. Gleich schnelle Zeit auf der letzten Runde wie Julia Simon. Das hat ein sehr gutes Rennen gemacht. Wir schauen auf Lisa Vitozzi. Oh ja, die hat aufgeholt, hat ja einen Fehler geschossen, im Unterschied zu den drei Deutschen, die hier schon durch sind. Und ups, kleiner Strauchler, ist dennoch nur momentan. Mal warten wir mal die Zeitnahme ab. Eine knappe Strafrunde zurück. Wird nicht reichen, um heranzukommen an die Zeiten von Franziska Preuß und auch an die von Janina Hettich-Walz möglicherweise nicht. Bin ich mal gespannt. 26 Sekunden der Rückstand nach dem zweiten Schießen von Lisa Vitozzi. Das sind 7 Sekunden hinter Janina Hettich-Walz. So, Caroline Offigstad Knotten verpasst die Spitzenzeit auch ganz knapp. Mit ihrem einen Fehler reiht sich erst einmal hinter Janina Hertig-Walz auf Rang 2 ein. 4,4 Sekunden der Rückstand. So, Selina Grotjan, die 19-Jährige, die hier einmal unterwegs war in Oberhof. Das war beim Deutschlandpokal 2019, mittlerweile jetzt in der Weltspitze angekommen. Zumindest darf sie mittun und wir sehen und warten auf Franziska Preuß. Start Nummer 13 bringt heute auf jeden Fall sehr viel Glück. Das ist ein geniales Rennen von Franzi Preuß, muss man schon sagen. Links im Bild, jetzt im Ziel, 19,4 Sekunden. Noch einmal vor der ebenfalls fehlerfreien Mannschaftskameradin, vor Janina Hettich-Walz. Und ich bin gespannt, ob sie heute ein bisschen mehr Glück hat als im Auftakt, als es 0,1 Sekunden auf Lisa Vitozzi waren. Wir müssen warten auf Tandre Wold und auf Anna Magnusson, die Schwedin, die jetzt nach dem ersten Schießen führt. Unbemerkt von allen Kameras. Sophia Schmidt. Ein Fehler beim ersten Anschlag, muss also einmal in die Runde. Das wissen Sie als geneigte Biathlon-Freunde. 150 Meter sind so ungefähr 24, 25 Sekunden, die dann nochmal hops gehen. Die muss man schon einkalkulieren. Sophia Schneider, die vierte Deutsche, die unterwegs ist. Zwei haben wir dann noch. Selina Grotjan mit der 74. Und als letzte heute Hanna Kiedinger. Erst einmal Ingrid Landmark-Tantobold. Jetzt wird um den Sieg geschossen.
Hat man immer am Oberkörper so ein bisschen nach links gesehen. Umso höher einzustufen die Schießleistungen von Franziska Preuß und Janina Hettich-Walz. Drei Fehler für den Schützling von Patrick Oberecker und Sigi Marseille. Ingrid Landmark-Tandrevold. Absolute Frohnatur ist ihr passiert, was Philipp Horn heute auch passiert ist. Null Fehler liegend, drei Fehler stehend. Ja, auch wenn sie knapp sind, am Ende hilft es nichts. 450 Strafmeter. Zwei oben links, einer rechts. Sehr diffuses Trefferbild und sehr diffuse Miene auch bei Sigi Marseille. Bei drei Fehlern, da kann jeder nur diffus gucken. Aber es war auch eine unsaubere Serie. Von hinten hat man die Bewegung gesehen. Hier Vanessa Vogt im Endsport. Der war gerade bei Franziska Preuß nicht mehr ganz so frisch. Da hat sie sich von Hanna Öberg, die sie eigentlich schon überholt hatte, wieder überholen lassen. Hat da sicherlich ein paar Zeiten, ein paar Sekunden liegen gelassen. Aber auch heute hier muss man auf alle Fälle das Schießergebnis loben. Wenn man gesehen hat, wie viele Fehler heute geschossen wurden und immer noch werden, dann ist das wirklich herausragend. Preuß, Hettich-Walz und Vogt alle mit null Fehlern. Im Moment im Ziel auf den Plätzen 1, 2 und 6. Also die Schlussrunde bei Vanessa, die hat sie 27 Sekunden von Elvira Öberg bekommen. Franzi Preuß 22, Janina Hettich auch 22. Also die letzte Runde kam jetzt nicht mehr ganz so frisch. Und der letzte? Schade, wieder der letzte bei Mona Brorsson. Offenbar laufen die Ski der Schwedinnen richtig gut. Auch Mona Brorsson hat hier tüchtig gut gemacht hin zum zweiten Schießen. Schnellste Läuferin, keine Überraschung, immer noch Elvira Öberg. Franzi Preuß ist da auf Rang 3 mit einer guten halben Minute hinter der Schwedin. Das ist, glaube ich, im Bereich des Normalen und Erwartbaren. Auf alle Fälle. Jetzt hier Justine Perasasta. Hat man vorhin den Moment gehabt, dass sie Julia Simon angestoßen hat. Und das finde ich bei den beiden beachtenswert. Der Lenze Heide, da war sie im Ziel. Julia Simon kam an. Sie haben sich gratuliert, sie haben das Sportliche gesehen. Ich will dich ungern stoppen, aber schau dir die Zeit an. Ja. Von Justine Perasasta-Boucher. Es ist ja unfassbar. Sie muss geflogen sein auf dieser letzten Runde. Eine unglaubliche Energieleistung. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wahnsinn. Wahnsinn, mit zwei Fehlern am Ende jetzt doch 4,4 Sekunden voraus. Eine unglaubliche Energieleistung dieser Französin, der Mann, die Frau in Gelb und hinterher gleich Lynn Persson mit einem Fehler deutlich zurück. Justine Braisas-Boucher noch einmal fast eine halbe Minute schneller als Elvira Öberg. Und vor allen Dingen auf der letzten Runde, du wirst mir gleich sagen, wie schnell sie da war, wie viel schneller als auch all die anderen, unfassbar. Eine halbe Minute auch schneller als Franzi Preuß, also da haben sie, hat Franzi den Sieg hergegeben in der letzten Runde. War Justine Preisers einfach die Frau in Gelb, ist auch die stärkste Athletin auf der Strecke. Das hat sie hier gezeigt, das hat sie in der Vergangenheit gezeigt. Und mit den zwei Fehlern kann man nur sagen, Bravo, hat sie richtig gut gemacht. Und meinen Gedanken fortzuführen, ich finde es erstaunlich, wie beide mit dieser Situation umgehen und dass sie Privates und Geschäftliches extrem stark trennen können und sich bei dem Geschäftlichen wie hier voneinander profitieren. Ja, ich habe ein bisschen nachgehorcht im französischen Team und auch bei Journalisten. Es ist schwierig, man sitzt an einem Tisch, isst gemeinsam zu Abend, aber man spricht nicht miteinander. Man läuft in einer Staffel, aber man spricht nicht miteinander. Man trainiert gemeinsam, man spricht aber nicht miteinander. Und die Fraktionen sind wohl relativ deutlich. Fast alle stehen sie hinter Justine Braisas-Boucher. Auch wenn sich wirklich Julia Simon sehr freundlich gibt und auch gestern sehr viel kommuniziert hat beim Training und man nicht das Gefühl hat, dass sie in irgendeiner Weise sich gestört fühlt durch den gegenwärtigen Zustand. So, jetzt Lou Jean Monod, die, obwohl null Fehler geschossen, dennoch weit zurückliegt. Die Französin macht trotzdem ein gutes Rennen, ist jetzt momentan Fünfte. Aber dann doch 34 Sekunden hinter Franzi Preuß zurück. Die beiden Öberg-Schwestern, vorne die ältere Hanna, dahinter die jüngere Elvira. Ziemlich unzufrieden, die beiden. Elvira momentan auf Rang 7, Hanna Öberg auf Rang 18 mit 4 Schießfehlern am heutigen Tag und einem tüchtigen Rückstand für die morgige Verfolgung. Die letzten Meter für Lisa Vitozzi, die hier gegen die Zeit von Janina Hettich-Walz kämpft. Das reicht aber für Janina. Man sieht hier schon aber auch in der Technik der Frauen, dass die Zielgerade nicht ganz einfach zu laufen ist. Es ist sehr wellig. Kommt hier auf Platz 5 kurz vor Jean Monod rein.
Das hätte auch mit dem fehlerfreien Schießen, auch gegen Justin Preisers, hätte es nicht gereicht. So, jetzt alle Achtung für Anna Magnusson, führt deutlich nach dem ersten Schießen. Ja, super Einlage wiederum, aber schauen Sie unten, rot unterlegt, ist hier mit einem kleinen Rückstand gekommen von 3,6 Sekunden auf Franzi Preuß. Jetzt hat sie sehr gut geschossen, aber auch Franzi Preuß hatte zu diesem Zeitpunkt hier sehr gut und sehr schnell geschossen. Hat eine nicht ganz so starke Schlussrunde hingelegt. Jean-Marc Chablot wird es rausfunken und Anna Magnusson hat jetzt den kleinen Vorteil, dass sie die Zwischenzeiten bekommt. Aber sie muss 5,7 Sekunden aufholen auf Franziska Preuß und hat einen Vorsprung von 14 Sekunden auf Janina Hertig-Walz zu diesem Zeitpunkt. Vielleicht sehen wir sie gleich nochmal oben am Durchstieg. An der ersten Zwischenzeit, Kilometer 6,1 ist das dann, denn da hat Franzi Preuß vom Schießen bis dorthin 20 Sekunden verloren. Auf den ersten 600 Metern, da hat sich das entschieden, Platz 1 oder Platz 2. Naja, Justine Brazas-Boucher war bei Kilometer 6,8, war sie gleich auf und hat dann an den letzten Metern noch diesen Vorsprung von 4,4 Sekunden rausgearbeitet. Lena Hecki-Groß, die in Hochfilzen so groß aufgetrumpft hat, heute mit 3 Schießfehlern belastet. Und dann Selina Grotjan. Das Küken der deutschen Mannschaft mit ihren 19 Jahren, vorhin schon mal angedeutet, 2019 im Deutschlandpokal als ganz, ganz junge Athletin hier einmal unterwegs gewesen, musste die Strecken erst einmal wieder neu kennenlernen, wird da sehr oft und sehr gut angeleitet von Vanessa Vogt, die beiden auf einem Zimmer, nur hier in Oberhof nicht, denn Vanessa Vogt ist ja Oberhoferin, aber Selina Grotjan geht sehr optimistisch auch in das heutige Rennen, wir drücken die Daumen. Sophie Chauveau ging hier aus mit einer guten Position auf die letzte Runde, hat auch bis jetzt eine sehr gute Laufzeit hingelegt, geht hier als Dritte aus dem Rennen, aus dem Schießstand raus. Und sehr euphorisch, da auch Jean-Paul Jacquinot, der sich sehr gefreut hat jetzt über die Leistung von Sophie Chauveau. Nur 16,4 Sekunden hinter Franzi Preuß, mit einem Fehler belastet, also in der Spur richtig schnell unterwegs. Alle Französinnen heute mit gutem Material. Gerade eben war, glaube ich, Markus Fischer nicht ganz so zufrieden mit den 4 Fehlern von Theresa Hauser. Nee, glaube auch. Vor allen Dingen, da sie so eine gute Verfolgerin ist, ist das natürlich eine echte Hypothek für den morgigen Tag. Sophia Schneider. Sie wirklich schön gekämpft um diesen letzten Schuss. Das ist doch wichtig, dass der noch mal ins Schwarze ging. Nicht noch eine Runde nach ihrer langen Krankheitspause. Sophia Schneider, die sich hier im letzten Jahr bei den Weltmeisterschaften sehr stark präsentiert hat, als Siebte auf dieser Strecke. Und hier Ingrid Landmark-Tandevold nach ihrem völlig verkorksten Stehendanschlag. Im Moment nur auf Rang 12. Knappe Minute Rückstand auf die führende Justine Brazas-Boucher. So, eine haben wir noch, die letzte Deutsche, die in die Spur geht, Hanna Kebinger, auch sie zurück nach einer kleinen Krankheitspause, wobei wir sie schon auf Schalke gesehen haben. Ja, wichtig für sie, sagt nicht nur sie selbst, sagen auch die Trainer, da nochmal einen Anhaltspunkt zu bekommen, sich mit den anderen zu messen, hat sich da schon ganz gut geschlagen. Mona Brosson mit ihren 2 Schießfehlern heute. Trotzdem noch auf einem Top-10-Platz vor Vanessa Vogt. Und die ist immerhin fehlerfrei geblieben. Mona Brosson mit einer wirklich sehr, sehr guten Laufzeit. Ist man von ihr tatsächlich nicht gewohnt, dass sie unter den Top-10 auftaucht, was die Laufzeiten anbelangt. Momentan 5 Schnellste. Schneller als Franzi Preuß und Janina Hettich-Walz. So, wir halten Ausschau genau nach Startnummer 42, Sophie Chauveau, und nach Startnummer 40, noch vor ihr unterwegs, Anna Magnusson. Die Schwedin vor allen Dingen noch gefährlich für Franzi Preuß. Sophie Chauveau, wenn sie eine ähnlich starke Schlussrunde hinlegt wie Justine Brazas-Boucher, auch dann noch
eine Gefahr in Anführung für Franziska Pross und den momentan zweiten Platz. Hier Franzi Preuß noch deutlich vorn, 7,7 Sekunden zurück, Sophie Chauveau, aber das waren 16 nach dem Schießen. Da mit der 40, das ist Anna Magnusson. Schauen wir mal, wo hier die Uhr stehen bleibt. Kleingewachsene Schwedin, die einmal richtig auf sich aufmerksam gemacht hat im vergangenen Jahr, als sie in Le Grand Bonon Sprintsiegerin wurde. Sehr überraschend damals, mittlerweile schon noch mehr etabliert in der Weltspitze. Und hier, da hinten kommt sie mit der 40, 8 Sekunden zurück hinter Franziska Preuß. Wir schauen mal auf den Schießrückstand, da waren es 5,7. Sieht gut aus für die Deutsche in diesem Fall. Ja, diese letzten Meter hier bergauf, die schlauchen, glaube ich, ganz schön nach so einer schwierigen Strecke. Jetzt kommt da diese lange Gerade, nur unterbrochen von der Henkelschleife. Wenn man da nicht mehr ganz frisch ist, da fehlt ja der Bums auf den Stöcken. Hier muss man den Ski auch gleiten lassen, auch wenn gerne mal der Wind ordentlich Gegenwind zaubert. Aber jetzt schauen wir mal, was Sophie Chauveau macht. Die hat auf Franziska Preuß, bin nicht schlecht in Mathe, 9 Sekunden gut gemacht. Bis zur ersten Zwischenzeit, schauen wir mal, was er hier, letzte Zwischenzeit waren 7,7. Jetzt ist er bei 3,6, also sie macht weiter gut auf Franzi Preuß. Es wird sehr eng. Es wird sicherlich für die Französin ausgehen, dass es vielleicht ein Doppelpodium 1 und 2 für Frankreich gibt. Also ich muss schon sagen, ich reibe mir immer auf die Augen angesichts der Schlussrunde von Justine Brazas-Boucher, wo die herkam aus den Wolken, aber Sophie Chauveau macht es ihr nach. Genauso stark unterwegs und Anna Magnusson kämpft verzweifelt ums Podium. Könnte sein, dass sie momentan hinten runterfällt und da nicht mit drauf kommt, denn sie hat ein bisschen verloren auf Franziska Preuß. Schade für Janina Hertig-Walz, die jetzt gleich von Sophie Chauveau und wahrscheinlich auch von Anna Magnusson um 2 Plätze nach hinten geschoben wird. Aber dennoch ein ganz, ganz starkes Rennen macht. Im Moment noch auf Rang 3 geführt, aber jetzt schauen wir auf die 40 auf Anna Magnusson und dann auf die 42 auf Sophie Chauveau. Magnusson, 28 Jahre jung, aus Östersund. Im Frühjahr 2015 gescoutet worden für das große Projekt Heimweltmeisterschaften. Und heute immer noch vorn dabei bei den Besten in der Welt. Und mit ihrem besten Resultat in dieser Saison, würde ich mal sagen. Im Moment Rang 3 für Anna Magnusson vor Janina Hertig-Walz. Zweimal Neunte ist sie in Hochfilzen gewesen. Also das nochmal eine Steigerung. Und die erste Gratulantin ist schon da. Ihre Mannschaftskameradin Mona Brosson. Und jetzt schauen wir auf Sophie Chauveau und sind gespannt, ob sie am Ende diese kleine Lücke auch noch schließen konnte gegenüber Franziska Preuß. Es wird eine Millimeterentscheidung. So viel steht fest. Noch 10 Sekunden. 1,5 Sekunden gehabt auf Justine Preissas. Aber 4,4 Sekunden hinter der Führenden ist Franzi Preuß zu sehen. Jetzt läuft die Zeit gegen Franziska Preuß. Es wird ganz eng. Es wird ein Wimpernschlagfinale. Und Sophie Chauveau ist am Ende 2 Zehntel hinter Franzi Preuß auf dem 3. Platz. Heute das Glück der Zehntel auf Seiten von Franziska Preuß. Aber großes Rennen auch von Sophie Chauveau. Am Ende hat es nicht ganz gereicht, aber tolle Aufholjagd, muss ich schon sagen. Hat ja 16,4 Sekunden Rückstand auf Franziska Preuß gehabt und hat fast alles davon kassiert, nur 2 Zehntel nicht. Hier sehen wir das Gesamttableau. Justine Preissas, Franziska Preuß, Sophie Chauveau machen das Podium. Hinter Magnussen, Hertig-Walz, auf Wixat Knotten. Es ist ein tolles Ergebnis, auch Vanessa Vogt auf der 12, die dritte Deutsche, fehlerfrei. Nur läuferisch hat es heute nicht ganz so gepasst. Und hier mal so ein Ausfall auf Platz 15. 15 Ingrid Landmark-Tandrevold mit 3 Fehlern stehend. Das ist natürlich zu viel, aber schauen wir uns an, was Selina Krotian auch auf der Strecke macht. 35. erste Runde. Ich denke, für sie war es wichtig, zwischen den Jahren mal wieder runterzukommen, mal zu regenerieren nach 3 Weltcup-Wochenenden am Stück. Denn sie ist auch die Staffeln gelaufen, kommt hier mit 1 Fehler weg. Ja, gestern befragt nach dem Fazit der ersten 3 Weltcups, hat sie gesagt, war deutlich anstrengender, als ich geglaubt habe. Und die Differenz zwischen mir und den Weltcup-Besten doch noch viel größer.
als ich gehofft hatte, hat sie gesagt. Aber sehr reflektiert, wie sie diese ersten drei Weltcups an sich vorbeirauschen lassen hat. Und hier Sophia Schneider in Richtung Ziel unterwegs. Bei ihr nochmal die Anmerkung, hat mit Krankheitsproblemen zu schaffen gehabt. Erst am 22.12. wieder ins Training eingestiegen. Dafür dieser 14. Platz heute wirklich aller Ehren wert, muss ich schon sagen. Hat sich ja in Östersund stark in die Saison hineingemeldet mit einem 5. Platz auf der Langstrecke auf den 15 Kilometern. Jetzt ist sie wieder zurück. Sicherlich steckt die Krankheit noch in den Knochen und in den Klamotten. Aber schon mal eine gute Ausgangsposition. Nur 54 Sekunden Rückstand für die morgige Verfolgung. Ja, und hier die große Überfliegerin fast aller Wettbewerbe, fast immer die besten Laufzeiten. Anna-Maria Lampitsch, eine ehemalige Langläuferin. Aber der Schießstand, der verdirbt ihr meist noch bessere Chancen. Auch heute wieder drei Fehler am Ende. Knapper halber Kilometer Strafe, heißt in der Zwischenwertung zum jetzigen Zeitpunkt Rang 18, 1:10 Rückstand. Und hier ein ganz neues Gesicht im französischen Team, Jean Richard. Die momentan Führende in der IBU-Cup-Gesamtwertung. Tolle erste Einlage. Übrigens zweimal Junioren-Weltmeisterschafts-Zweite geworden. Hinter Selina Grotjan in diesem Jahr in Kasachstan. Als Selina Grotjan so erfolgreich war, insgesamt viermal Gold gewonnen. Schau mal, wie das Duell heute ausgeht. Mit dem fehlerfreien Schießen hat ja Selina schon mal einen Fehler weniger voraus. So, jetzt auch Hannah Kebinger zum ersten Mal am Schießstand. Schade. Schießt mit einer neuen Waffe, hat sie sich hier im Frühjahr bauen lassen von Sandro Prieslinger, dem Waffenmeister, der hier in der Kaserne ansässig ist, dem sie alle immer gern kommen, der wirklich ein Meister der Feinjustierung ist, der aus dem abgehängten Nussbaum wunderschöne Schäfte drechselt, feilt und sägt. Ein Fehler, eine Strafrunde also für Hannah Kebinger hier zum Einstieg. Kam auch nicht ganz so leicht in das Rennen rein. 37 Sekunden auf der ersten Runde, 42. Zeit. Vielleicht hat sie sich, hoffentlich hat sie sich gut eingeteilt, dass hinten aus noch die Körner hat, da zu mobilisieren. Ja, ganz offenbar, schlauchen die Strecken, tun weh. Alle gekennzeichnet, schaut man in die Gesichter. Schmerzverzerrt und sicherlich froh, dass sie rum sind. Die 7,5 Kilometer geschafft haben, die Litauerin Šiūros Kaitė, durchaus mit einem respektablen 25. Platz. Völlig unbeschriebenes Blatt bisher im Weltcup. Aber das freut uns natürlich auch, dass immer wieder mehr Nationen viele neue Gesichter an den Start bringen und dass die sich auch alle ganz wacker schlagen. Das gilt auch für die Estin Regina Ermitz, obwohl die schon ein bisschen länger dabei ist. Mal einen Blick auf die Laufzeiten insgesamt geworfen. Da haben wir mit Franzi Preuß die 10. Laufzeit aktuell. Sophia Schneider die 12. Laufzeit. Finde ich positiv erfreulich nach ihrer Pause. Janina Hettich war jetzt 15. Vanessa Vogt Platz 20 mit 1:30. Das ist mir auf 7,5 Kilometer persönlich ein bisschen zu viel. Da sollte deutlich besser, deutlich mehr drin sein. Und Anna-Maria Lampitsch nur die 6. Laufzeit mit 37 Sekunden zurück auf Justine Preisast, wobei die sich von Elvira Oeberg auf mit 27 Sekunden absetzt. Noch wäre Olsby-Reuseland da schon im fließenden Deutsch mit allen Anfeuerungen. Einer, genau wie Uro Schwellepetz bei den Männern, der sehr schnell die deutsche Sprache gelernt hat, der sowieso schon vieles vorher verstanden hat, aber sie kommunizieren sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern Deutsch-Englisch und das funktioniert wunderbar. Kam er mit neuem Schwung zuletzt in Lenzerheide zurück in den Weltcup, nachdem er frisch gebackener Papa geworden war. Michela Carrara aus Italien kommt hier mit einer guten Zwischenzeit. Aber wichtig sind diese rot unterlegten 23,5 Sekunden. Die bedeuten, das ist der Rückstand auf die momentan Führende. Und wir sehen, sie kommt zum ersten Schießen. Und die dortige Führende war Anna Magnusson, mittlerweile ja schon im Ziel und dort auf Platz 4. Carrara
ebenso gute Schützen wie Komola, wie Pozzi, wie Passler, die Italienerinnen haben sehr deutlich aufgeholt, was das Schießen anbelangt. Und auch Carrara beginnt stark. Man soll es nicht verschreien. Erster Fehler hier, die Italienerin muss also einmal in die Runde. Jetzt nochmal 300 Meter Strafe für Michela Carrara. Und die erste Interviewpartnerin steht bereit bei dir, Christian. Ja, Willi, Janina Hettich-Walz, die hat 2x0 geschossen. Ich stand neben Christian Mehringer, der sagte danach dann, boah, hat die durchgezogen. Bei beiden Schießen, ja, wie sind Sie es angegangen heute am Schießstand? Ja, ich habe versucht, wirklich sehr konzentriert zu arbeiten, weil doch immer mal wieder Wind reinkommt. Und ich hatte auch das Gefühl, ich habe mir liegend ein bisschen Zeit lassen. Und stehen, da hatte ich dann ein gutes Gefühl, war gut bei mir und bin ganz happy, dass da alle Scheiben gefallen sind. Es kommt ja immer so ein bisschen Wind von links hinten rein. Wie war es bei Ihnen? Haben Sie gewartet auf eine Windpause oder waren die Bedingungen ähnlich wie beim Anschießen? Wie haben Sie es empfunden? Also stehend hatte ich tatsächlich keinen Wind oder nicht so Wind, dass ich das wirklich gespürt hätte. Von daher hatte ich da vielleicht einfach Glück. Und liegend habe ich überlegt, reagiere ich jetzt oder nicht? Dann habe ich mich dafür entschieden, nicht zu reagieren und durchzuziehen. Und ich glaube, das war dann die richtige Entscheidung. Auf jeden Fall. Wie haben Sie die Bedingungen auf der Strecke erlebt? Sie sind als Neunter, als eine der Ersten ja raufgegangen. Also Sie haben die Strecke auf jeden Fall gut hinbekommen im Vergleich zu den letzten Tagen. Es war trotzdem nicht ganz einfach zu laufen und generell auch eine harte Strecke, gerade von der langen Sägespäne vor mit dem Gegenwind. Aber ich habe mich durchgekämpft. Dankeschön. Danke. Durchgekämpft zu einem hervorragenden Resultat. Das Beste ihrer Karriere übrigens egalisiert. Das gab es schon mal vor 3 Jahren, als sie Fünfte wurde über die 15 Kilometer in Antholz. Janina Hettich-Walz auch heute noch immer auf diesem 5. Platz. Wir lassen Sie ganz kurz allein mit ein bisschen Werbung und sind sofort wieder zurück auf den Strecken von Oberhof. So, wir sind zurück bei Sarah Andersson mit ihren 20 Lenzen, auch nur ein Jahr älter als Selina Grotjan und hier momentan auf Rang 16 mit einem echten Überraschungsergebnis. Die junge Schwedin, die in Östersund zu Hause ist, wie fast alle anderen auch, hat sich gut reingefuchst in die Saison und eine Minute nach ihr gestartet, Selina Grotjan mit einem Fehler beim ersten Schießen belastet. Jetzt wäre es wichtig, eine Null drauf zu packen. Vor Weihnachten war das Stehenschießen selten ihre Nicht-Paradedisziplin. Gut. Ja, schade drum. Wie so oft der letzte Schuss, dieser vermaledeite letzte. Es ist unglaublich, dass das so oft von uns thematisiert werden muss. Und selbst Experten wie Erik Glesser haben keine abschließende Antwort. Aber hier, Jeanne Richard, muss ich schon mal sagen, ganz großes Kompliment für die junge Französin, die hier ins Ziel kommt mit Rang 8 einer fehlerfreien Leistung. Hat zuletzt im IBU Cup gezeigt, dass sie auf dem aufsteigenden Ast ist, dass sie eine tolle Form hat, dass sie dort die Führende ist. Und wir haben ja bei den Männern auch schon mehrfach festgestellt, wer aus dem IBU Cup kommt, ist fast immer konkurrenzfähig. Gilt offenbar auch für die Frauen. Tolle Leistung der jungen Französin. Rang 8 fehlerfrei geschossen und nur 34,4 Sekunden zurück hinter ihrer starken Mannschaftskameradin, hinter Justine Breisach-Boucher. Das ist ja genau das, was du dir wünschst als Coach, wenn du jemanden reinwirfst. Im Fußball ja auch so, 80. Minute hast du eine Auswechslung. Schauen wir kurz auf das Schießen von Selina Grotjan. Schauen wir noch kurz zu Ende dieses Schießen. Der Fehler da hinten. Und jetzt gehen wir runter zum Interview zu Justine Breisach-Boucher. Ja, zur Siegerin. Vielen Dank, Willi. Congratulations, Justine Breisach-Boucher. Herzlichen Glückwunsch, great race, Justine. Especially on the tracks. Besonders auf der Strecke waren sie heute überragend. This World Cup during the break. The Christmas breaks gives me a lot of recover. Ja, sie hat sich super erholt in der Weihnachtspause, hat dann nicht nur mit der Tochter gespielt, hat auch viel trainiert. It's a ski resort in high altitude, my hometown. Und sie hat auch ein bisschen trainiert in so der Höhe. I spent 2 weeks there and we had good condition. We hat tatsächlich 2 Wochen in der Höhe verbracht und sie hat sehr gute Bedingungen dort gehabt. And you earn some energy from your daughter maybe too? Und sie haben auch ein bisschen Energie von ihrer Tochter getankt, na klar. Now, but, yes, of course it's, natürlich. It's amazing to das ist immer wieder aufregend, to have the chance to be mit ihr Zeit zu verbringen. Das ist was ganz Besonderes, ein Kind zu Hause zu haben, zusammen mit meinem
Ehemann, der übrigens ihr zuliebe seine Karriere beendet hat. Das hast du vorhin mal angesprochen. Hinter einer starken Frau steht auch immer ein starker Mann. Und der hat alles aufgegeben, damit Justine Brazaz-Boucher nach der Geburt der Tochter wieder zurück in den Weltcup-Zirkus kommen kann. Hanna Kedinger. Ja, schade drum. Auch hier ein Fehler bei Selina Grotjan. War es der letzte Schuss bei Hanna Kedinger? Schon etwas früher der Fehler. Insgesamt mit 2 belastet. Ja, wird sie nicht ganz zufrieden sein. Ihre Ansprüche sind hoch. Auch wenn sie krankheitsbedingt lange pausieren musste, ähnlich wie Sophia Schneider, hat sie dann doch schon ein bisschen früher wieder angefangen. Und wie gesagt, auf Schalke am 28. schon mal eine kleine Probe genommen, wie sie steht im Vergleich zu den Besten. Dort Julia Simon zum Beispiel am Start als Siegerin mit Fabian Klitsch. Ja, die Tschechinnen geben mir nach wie vor Rätsel auf, sind nur 4 hier mit am Start, sagt ihr Trainer, sagt der Norweger Egil Jelland. Konzentrieren sich natürlich komplett auf die Weltmeisterschaften daheim in Novo Mesto. Alle Resultate vorher sind irgendwann Schall und Rauch, aber wenn man so viele Fehler schießt wie Kharapova hier, dann ist das auch nicht schön. Auch Davidova hat heute wieder viele Fehler geschossen. Die sind noch nicht so richtig in Schwung. So, im Ziel haben wir gerade Sivorovic, die Polin, gesehen. Und eine weitere Partnerin steht an der Seite von Christian Wechsler. Ja, es ist Vanessa Vogt, das ist die Nächste, die 2x0 geschossen hat. Herzlichen Glückwunsch dazu. Mit welcher Einstellung sind Sie heute an den Schießstand gegangen? Ich muss sagen, es war heute echt nicht so leicht. Man bekommt doch auch alles mit. Man hat mitbekommen, dass die zwei anderen, Janina und Franzi, 0 geschossen haben. Natürlich will man dann das sich auch, also genau gleich machen. Ist mir nicht so leicht gefallen. Ich habe schon heute beim Anschießen gemerkt, dass ja, ich da ziemlich unruhig bin. Deshalb habe ich mir doch ein bisschen zu viel Zeit gelassen. Ja, 29 und 37 Sekunden waren die beiden Schießzeiten. Ist ja immer ein Thema bei Ihnen. Wie ordnen Sie die ein? Ja, gar nicht gut. Also natürlich liegend ist es noch ganz im Rahmen, aber stehend, ja, das war einfach viel zu lang bis zum ersten Schuss. Ich habe aber dennoch, denke ich, ganz gut um die Schüsse gekämpft. Es ist Ihr Heimweltcup. Es ist nicht das erste Mal, dass Sie hier laufen. Und dennoch, als Sie vorhin hier aus dem Starthäuschen rausgegangen sind, direkt hinter uns, es wird so laut, ja, das ganze Stadion brüllt. Wir kriegen hier Gänsehaut. Wie erleben Sie das? Ja, es ist einfach Gänsehaut pur. Ich habe mich so sehr gefreut auf diesen Heimweltcup hier. Schon beim Einlaufen, wenn man Bürgstieg hochläuft, man wird quasi getragen. Mein Ziel war es, heute mit den Zuschauern zu laufen. Es ist mir nicht ganz gelungen, aber ja, ich bin einfach unheimlich stolz, dass so viele Fans doch auch hier sind. Und Ihre Mutter war auch an der Strecke, haben Sie auch wahrgenommen, haben Sie gerade schon erzählt, wie viel und was hat sie gerufen möglicherweise? War da hinten an so einer Stelle, wo nicht ganz so viele Fans sind? Ja, ich glaube, sie ist dann immer ein bisschen unruhig und versucht dann irgendwie so die Nervosität mit Schreien zu verbinden. Man hat schon wahrgenommen, dass sie da mir ja positiv zugesprochen hat. Ja, es ist einfach unglaublich schön, hier Freunde und Familie zu haben. Und es gibt nachher noch einen Wickel, wie heißt es nochmal? Ein Wickelkütz. Ein Wickelkütz, selbst gemacht von Mama, ne? Genau. Danke. Danke. Was auch immer das ist, ich als Norddeutscher weiß es nicht, selbst der Einheimische hat die Stirn gerunzt. Also wirklich, Wickelkütz, da müssen wir nochmal Christoph Nahl losschicken, um da herauszufinden, was das ist. Ja. Und wenn Sie sich gewundert haben sollten, dass sie gesagt hat, ich bin nicht gegen die Zuschauer gelaufen, noch im letzten Jahr oder bei den Weltmeisterschaften, war es halt schwierig. Man kann natürlich diesen Zuschauerzuspruch als Druck verstehen oder als Schwung, als Euphorie mit aufnehmen. Aber wenn du hier einheimisch bist, jeder an dir rumzupft, jeder möchte ein Foto mit dir machen, Autogramm haben, möchte gute Wünsche mit auf den Weg geben und du möchtest eigentlich nur in Ruhe gelassen werden oder im Tunnel bleiben, dann ist das manchmal schwierig, wenn man hier zu Hause ist. Aber das hat sie mit einigen Personen individuell verarbeitet und sagt, jetzt ist das ganz anders, jetzt genieße ich hier jeden Meter auch am Burgstall. Ten kings, 5 more places. Keep going and hold the frequency 9,000. Es wäre Olsby Reuseland da. Hat ihr gesagt, sie soll die Frequenz beibehalten und weiter versuchen, einfach Tempo hochzuhalten. Auch hier oben auf der Kuppe, wenn es wehtut, den Schwung mitnehmen. Hat ihr einen Rückstand mit auf die Strecke gegeben. Ist sicherlich jetzt nicht ganz so wichtig in der Position, wo sie sich momentan befindet. Hat auch Franzi Preuß nichts verloren. Und wenn sie
die Zeit hält im Ziel, dann hat sie sich vielleicht eine Zimtschnecke verdient. Denn das ist wohl dieses Dingens, was Vanessa meinte gerade eben. Hast du gegoogelt? Ich kam gerade ein netter Hinweis aus der Regie. Ah ja, okay. So, im Ziel Selina Grotjan. Da kommt sie. Die 19-Jährige, der überhaupt gar keinen Druck mit auf die Strecken gegeben wird, die keine Vorgaben hat von den Trainern, von den Funktionären. Sie soll einfach nur lernen, genießen, dabei sein, Erfahrungen sammeln. Und sie selbst hat gestern erzählt, sie sei ganz zufrieden mit den ersten drei Wettbewerben gewesen, mit den drei Weltcup-Orten. Heute hier momentan Rang 21. Das ist das Beste aus der bisherigen Saison mit ihren zwei Fehlern. Wenn man mal schaut, welche Resultate sie zuletzt hatte, mit einem 77. Platz eingestiegen. Dann war sie zweimal 21. tatsächlich in Sprint und Verfolgung in Östersund und dort ist sie momentan auch zu finden. Und hier hat eine Athletin den Überblick verloren und läuft hier wild durch die V-Boards. Laura Christova aus Bulgarien. Aber sie war erst links neben dem Stolperer, Startnummer 65, eine US-Amerikanerin. Jackie Garso, Neuling in der Weltcup-Szene. So. Sauber Mikado spielen und weiter geht's. So, hier sind wir jetzt bei denen, die auf dem Treppchen stehen. Zeigt uns die Regie wahrscheinlich von drei aufsteigend. Sophie Chauveau hier mit der 42, die das wirklich stark gemacht hat, hat sich nur einen Fehler geleistet und ist eine ähnlich gute und schnelle Schlussrunde gelaufen wie ihre Mannschaftskameradin Justine Breisach-Boucher. Ja, und ganz, ganz großes Kompliment, tiefe Verbeugung vor Franziska Preuß, die heute hier genauso stark aufgetrumpft hat zum Beginn des neuen Jahres wie zum Beginn der Weltcup-Saison überhaupt, als sie Zweite wurde mit 0,1 Sekunden Rückstand auf Lisa Vitozzi in Östersund über 15 Kilometer. Heute waren es 4,4 Sekunden, aber eine astreine Vorstellung am Schießstand. Im Unterschied zu ihr, die mit zwei Fehlern begonnen hat, Justine Breisach-Boucher. Dann eine Schnellfeuereinlage in Stehenanschlag hingelegt hat und eine Wahnsinns letzte Runde, die wir alle nicht für möglich gehalten haben. Okay, das bringt dir natürlich als Athletin nicht viel, wenn du im Kampf um die Sekunden bist und du hast vor dir Athletinnen, die ja, dich einfach blockieren, weil die Strecke hier nicht breit genug ist. Wir haben hier die Henkelschleife, die ist ja irgendwie gerade so breit genug, dass vielleicht zwei, wenn sie sich dumm macht, platzen haben, hinten auf der langen Sägespäne, was wir vorhin auch mal in der Zwischenzeit gesehen haben, ist auch eine Stelle, die ist nicht wirklich breit. Das wird dann interessant, wie dann bei den Rennen Frau gegen Frau, Mann gegen Mann ab morgen im Verfolger und im Staffel am Sonntag, wie das dann vonstatten geht, ob es da Hauen und Stechen bei den Männern gibt. Die beiden vor ihr müssen noch mal abbiegen zum Schießen. Hanna Kebinger kommt in Richtung Ziel. Hält jetzt eine Platzierung deutlich in den Punkten an, auch wenn die Platzierungen jetzt hier gleich schnell durchlaufen werden. Hat auf jeden Fall eine richtig gute Schlussrunde hingelegt. Hat mir mal ein paar Ränge gut gemacht, obwohl da noch einige kommen, die sie aus den ersten 40 verdrängen könnten. Im Moment ist sie 31. mit ihren zwei Fehlern und einem Rückstand von knapp 2 Minuten. Und wir gehen runter zum Interview mit Sophia Schneider. Wir freuen uns, dass Sophia Schneider zurück ist im Weltcup. Herzlich willkommen zurück im Weltcup. Wie ist es Ihnen ergangen, das erste Mal wieder nach ja doch ein paar Wochen wieder hier mit den Besten der Welt mitzulaufen? Ja, ich war heute doch ein bisschen nervöser als sonst, weil dann vor dieser Kulisse zu laufen und man weiß ja irgendwie nicht so recht, wo man steht. Aber ich habe jetzt doch noch ein paar gute Trainings daheim machen können mit meinem Trainer, mit dem Biermacher Andi A. Und der hat mir nochmal Selbstvertrauen gegeben und hat gesagt, ich kann das auch. Und ja, so bin ich dann heute rangegangen und habe versucht, ja, einfach wieder das zu machen, was ich ja letztes Jahr gemacht habe. Wie lange dauert es dann innerhalb eines Rennens, bis man merkt, okay, jetzt bin ich wieder angekommen, jetzt bin ich wieder dabei? Ja, das weiß man eigentlich so richtig erst am Ende. Aber ich habe schon in der ersten Runde gemerkt, da kamen die Knoten aus der Strafrunde und bin dann hinterher und habe schon am Anfang gemerkt, ah ja, da kann ich mitgehen. Und das ist dann schon mal so ein positiver Gedanke, wo man sagt, ah, okay, das ist jetzt keine langsame Läuferin. Wenn ich da mitlaufen kann, das passt soweit ganz gut. Nachdem es im letzten Jahr ja immer bergauf ging, war jetzt am Anfang der Saison dann mit der Krankheit in Hochfilzen der Ausstieg nötig. Wie schwer ist Ihnen das gefallen, den Weltcup zu verlassen? Und wie haben Sie dann die Wochen vor allen Dingen auch im Kopf verbracht? Ja, es war schon sehr schwer. Es sind ein paar Tränen geflossen. Gerade nach dem letzten Jahr, wo irgendwie alles zu easy war, muss man das dieses Jahr halt versuchen wieder zu bestätigen und man hat auch mehr Erwartungen. Und dann natürlich, so stellt man sich das erste Trimester nicht vor. Aber ja, es sind immer Höhen und Tiefen. Bei mir war das schon immer so auf und ab. Und
ja, es hat dann mal so eine Woche gedauert und ja, dann muss man das aber akzeptieren und wieder alles reinlegen, weil wenn man sich dann gehen lässt, dann kommt man auch nicht mehr zurück. Und mit so einem Wiedereinstieg kann man, glaube ich, ganz gut leben. Viel Erfolg für morgen. Danke. Es ist einfach herzerfrischend, den jungen deutschen Biathletinnen zuzuhören, wie reflektiert sie an die Sache rangehen, wie offen sie erzählen über die Phasen, die es wirklich auch mal schwierig machen. Es ist nicht nur immer eitel Sonnenschein. Und hier Lucy Hrvatova, 3 Fehler beim ersten, noch eine 4. Scheibe nicht getroffen beim zweiten Anschlag. Die Tschechin mit der 97, die vorletzte, die heute in die Spur gegangen ist. Wie erwähnt, hat auch Erik vorhin schon gesagt, Davidova auch noch nicht in der Form, wo sie gern sein möchte. Bin gespannt, ob sie das noch hinbekommen, die Kurve kriegen bis zu den Heimweltmeisterschaften dann in Novo Mesto. Die Italienerinnen heute nicht ganz so überzeugend am Schießstand. Komola mit 0 Fehlern, immer noch auf Rang 14. Das ist für sie eine herausragende Platzierung. Lisa Vitozzi nur auf Rang 7 mit einem Schießfehler, fast schon ein bisschen enttäuschend. In diesem Winter übrigens erstmals im Weltcup eingesetzt. Auch bei den Italienerinnen wird viel experimentiert, viel rotiert. Erhalten Läuferinnen aus der zweiten Reihe auch mal eine Chance. Im französischen Team ist es noch extremer. Heute gleich 2 Neulinge mit dabei. Und eine von den beiden ja mit Jeanne Richard auf Platz 8 sensationell reingestartet in ihre Weltcup-Saison. Carrara im Moment hier auf Platz 28. Da ist die zweite von mir eben angesprochene Französin, bei der hat es nicht ganz so gut funktioniert am Schießstand. Luciane Michelon mit 2 Fehlern heute belastet. Auch sie bei ihrem allerersten Weltcup-Einsatz, 21 Jahre alt. Also bei den Französinnen muss den Trainer nicht bange sein, was den Nachwuchs anbelangt. Die haben einen starken Hinterhalt und auch ganz starke an der Spitze heute mit Justine Brazas-Boucher und Sophie Chauveau auf den Plätzen 1 und 3, dann Richard auf 8 und Michelon. Und dieser 28. Platz ist auch keineswegs zu verachten. Beim Einstand in den Weltcup gleich deutlich mit Punkten belohnt. Die ersten 40 bekommen ja Weltcup-Punkte. Also das ist eine phänomenale Leistung. So, dann schauen wir nochmal auf das Ganze. Justine Brazas-Boucher als Frau in Gelb gestartet, hat diese Position eindrucksvoll untermauert, vor allen Dingen mit einer überragenden Laufleistung, nochmal 27,7 Sekunden schneller als die zweite. Und dann ein toller zweiter Platz für Franzi Preuß, 5. Janina Hettich-Walz, 13. Vanessa Vogt, 15. Sophia Schneider. So viel zu den deutschen Platzierungen, 21. Selina Grotjan, das soll es von hier gewesen sein.